Hi Leute, ich begrüße euch zum achten Teil in meinem Reefer-Tagebuch über den 625er Reefer. Heute mit aus aktuellem Anlass nochmal dem Thema Hitze und Nährstoffhaushalt. Mehr dazu gleich nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, ich begrüße euch. Wir alle haben momentan, wie ihr auch seht, das kleine Problem mit der Hitze draußen. Jetzt am heutigen Tag ist zumindest bei uns im Bereich in NRW gehen ein paar kleine Hitzegewitter runter und wir hatten echt eine verdammt harte Woche. Temperaturen von bis zu 42 Grad teilweise, die hier im Raum gemessen wurden, beziehungsweise also im Großraum NRW, haben uns natürlich und mir auch das Leben als Aquarianer relativ schwer gemacht. Ja, wie im letzten Video auch schon gesagt, ich habe die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet, die ich hier einleiten kann und wollte. Also sprich, arbeiten mit den Ventilatoren und Eisbomben. Das ist die eine Möglichkeit. Aber was es dann auch noch zu beachten gibt, ist zum Beispiel, dass ihr in der Nacht, wenn es dann ein wenig abkühlt, versucht die Raumtemperatur runterzubekommen. Immer noch bei laufenden Lüftern. Ich habe zum Beispiel jetzt hier von gestern Abend auf heute eine Raumtemperatursenkung von knapp 3,5 Grad, also von 29,5, also fast 30 Grad Raumtemperatur, die ich hier hatte, runter jetzt auf 26 Grad, ist immer noch sehr hoch, dafür, dass wir im Moment eine Außentemperatur von knapp 24 Grad haben, die jetzt natürlich auch wieder ansteigt. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir haben, dass unsere Umgebungstemperatur im Raum dementsprechend gesenkt wird. Nicht nur, dass wir halt versuchen mit den entsprechenden Mitteln, ob das jetzt Eisbomben, Ventilatoren oder wer es dann hat, Aktivkühler, Durchlaufkühler, Chiller, die versucht die Wassertemperatur runterzukriegen. Das funktioniert mit Wasser noch besser, wenn man tatsächlich hingeht und versucht auch nachts über die Raumtemperatur wieder einigermaßen runterzubekommen. Jetzt hatte ich gestern zum Beispiel das Phänomen, dass alle diese Maßnahmen, die ich habe eingeleitet habe, mein Becken an eine Temperatur von 28,5 Grad rangebracht haben. Ja, und dann schwitzt man im Endeffekt nicht nur von der Hitze, sondern auch so nach dem Motto, reicht das jetzt die Maßnahmen, die ich hier im Endeffekt gemacht habe, ja oder nein? Also nochmal so als kleinen Hinweis, das war auch mein Hauptanliegen, das hatte ich im letzten Video nicht gesagt. Schaut, dass ihr, wenn es Abkühlung in der Nacht gibt, also wenn die Temperatur wieder weiter runter geht, so wie es im Moment jetzt laut Wettervorhersage ausschaut, dass wir in den Bereich zwischen 17 und 22 Grad kommen, in Anführungszeichen, je nach Region ist es unterschiedlich, schaut, dass ihr eure Raumtemperaturen über Nacht runterbekommt. Erst dann kriegt ihr euren Pott auch wieder gut gekühlt, beziehungsweise jetzt auf die Temperatur, die ihr haben wollt. Ja, ich habe jetzt von gestern von 28,5, wo ich war, durch offene Fenster, also durch Öffnen der Fenster und durch Eisbomben meine Aquarientemperatur Gott sei Dank endlich wieder auf 25,5 Grad runtergekriegt. Und jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Luft. Und ich denke mal, wenn ihr solche Maßnahmen beherzigt, dann sollte das auch mit einfachen Mitteln machbar sein. Außer ihr habt natürlich die Problematik Dachgeschosswohnung, dann müsst ihr tatsächlich mit aktiveren Mitteln arbeiten, wie unter anderem natürlich auch, wer es hat, wer es einsetzt, vielleicht auch Klimageräte im Raum, die natürlich einen Heiden Strom fressen, aber es ist ja auch nicht gerade wenig, was wir hier, ich sage es mal in Anführungszeichen, einsetzen und versuchen zu pflegen an Wert. Und das sollte es uns dann im Endeffekt dann auch wert sein.
Okay, und das zu dem Thema. Schwenken wir über zu den Nährstoffen. So, da sind wir mal mit dem Thema Nährstoffe. Und zwar möchte ich nochmal auf das Thema eingehen, aufgrund der Tatsache, dass viele vielleicht auch es nicht wirklich wissen oder es nicht richtig handhaben. Viele von uns haben ja die Problematik, dass sie mit zu hohen Nährstoffen arbeiten und dann dementsprechend, ich sag mal, Material einsetzen, um eine in Anführungszeichen drastische Nährstoffreduzierung hinzubekommen. Grundsätzlich ist es so, dass es in meinen Augen die Natur und unser Abschäumer die beste Nährstoffreduktion fürs Becken ist. Ich arbeite einerseits auch mit Hilfsmitteln, aber nur im geringen Maße, wie zum Beispiel Phosphatabsorber von Diakat B. Den setze ich aber nur minimal ein. So, jetzt hatte ich vor ungefähr einem Monat hier in diesem Becken das Phänomen, dass mein Phosphat knapp auf 0,12 angestiegen ist und mein Nitratwert dann auch so in dem Bereich anstatt zwischen 1 und 2, wo ich ihn normalerweise halte hier in dem Becken oder wo er sich auch in der meisten Zeit dementsprechend aufhält, dass er dann hochgegangen ist, parallel zum Phosphat auf einem Wert von 4 bis 5, was für Nitrat, ich sag mal, in so einem Becken eigentlich ein Traumwert ist. Aber ich habe halt festgestellt, dass genau hier, zum Beispiel in diesem Becken, dass sich immer mehr oder weniger die Waage hält. Gehe ich mit meinem Nitrat weiter runter, sinkt auch mein Phosphat. Wie das jetzt genau zusammenhängt, kann ich euch gar nicht genau sagen, weil dafür bin ich nicht so firm in der Wasserchemie wie jemand anders, der übrigens momentan auch eine Serie über die Wasserchemie macht. Das ist nämlich der Marc Flato mit seiner Serie Einfach erklärt. Da geht er im Moment auf die Wasserchemie ein. Da kommt jede Woche kommt ein neuer Teil. Ich blende euch den Kanal mal oben ein. Dann könnt ihr euch das Ganze da mal anschauen, weil der hat definitiv weitaus mehr Ahnung in Sachen Wasserchemie wie ich. Aber ich kann euch erklären, wie ich im Endeffekt hier das hier angegangen habe, um meine Wasserwerte wieder runterzubekommen. Und zwar relativ einfach. Wie schon gesagt, es geht einmal darum, was bringe ich ins Becken ein, also sprich das Futter. Da ist es immer so, dass man nach Möglichkeit so viel füttern sollte, dass es innerhalb, also ich halte es zumindest so, innerhalb von einer Minute die Fische nach Möglichkeit alles aufgenommen haben. Das heißt also, jetzt nicht den Frostfutterwürfel komplett auftauen, reinkippen und gut ist. Das können die Fische gar nicht alles aufnehmen, wenn es auch relativ viel sind. Ein Großteil davon verschwindet dann im Riff, bildet unseren heißgeliebten und schon dokumentierten und erklärten Detritus. Und man sollte immer darauf achten, dass die Fische das auch, wie gesagt, alles aufnehmen können. Okay, wir haben natürlich auch andere Lebewesen im Aquarium, die dementsprechend darauf scharf sind, wie Einsiedler, wie zum Beispiel Schnecken oder Krebse, je nachdem, was ihr haltet. Die sollten natürlich auch ihren Anteil bekommen. Aber über das Futter steuere ich schon, zumindest schon mal den ersten Eintrag. Da sollte ich gucken, dass es halt auch wirklich verbraucht wird in der Menge, wie ich es eintrage. Wenn ich zu viel eintrage, habe ich dementsprechend die Stellen, wo sich dann Material ansammeln kann und meine Nährstoffwerte können steigen. So, wie bekomme ich das Ganze jetzt runter? Erste Grundvoraussetzung dafür ist ein Abschäumer passend zum System. Also ein richtig dimensionierter Abschäumer. Steht meistens bei den Herstellerangaben. Ich habe ja hier zum Beispiel den RSK 300 dran von Red Sea. Und bei dem steht zum Beispiel bei Mischbesatz bis 600 Liter. So, jetzt hat das System hier 625. Um Gottes Willen, nein, vergesst das. Ich behaupte, ich habe hier einen Mischbesatz und dieser Abschäumer ist in der Lage, dementsprechend das Material
so rauszuziehen, dass es passt. Hätte ich jetzt ein reines Akroporenbecken, könnte es sein, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht. So wird dementsprechend von Redzi auf der bei der Bedienungsanleitung und bei den technischen Daten erklärt und gesagt. Okay, also Mischbesatz, richtig dimensionierter Abschäumer. Jetzt haben wir die Problematik, ich mache jetzt einfach mal ein einfaches Rechenbeispiel oder gehe mal davon aus, was ich hatte. Diesen Phosphatwert von 0,12. Wir haben zwei Möglichkeiten, das im Endeffekt runterzukriegen. Ich habe ja gesagt, einerseits habe ich Phosphatabsorber hier drin, aber in einer kleinen Menge. Also nicht diese Riesenmenge, die mir mein Phosphat runterzieht. Aus dem ganz einfachen Grund, es soll das System nur unterstützen und dem System nicht das Phosphat exorbitant entziehen. Weil das kann ich im Endeffekt dann nicht mehr steuern. Deshalb habe ich mir jetzt über die Zeit, wo ich das Becken hier am Laufen habe und auch davor das andere, das Meterbecken, das 460er, da habe ich im Prinzip auch mit geringen Mengen Phosphatabsorber gearbeitet, aber ich konnte das dementsprechend dann darüber steuern. So, nachdem ich das so eingestellt habe, kann ich sagen, okay, ich fahre mal meinen Abschäumer nasser. Was heißt jetzt nasser? Das heißt, wir kriegen oben in diesem Topf ein Abschäumerergebnis, was relativ durchsichtig ist. Ja, viele sagen dazu, sieht aus wie Eistee oder ähnliches. Das ist genau der Ansatz, wo ich sage, der Abschäumer holt viel Material raus. Nicht, wenn es dunkel ist, dann so nach dem Motto, boah, der hat da richtig Power rausgeholt, das Zeug, das stinkt ja eklig, richtig. Aber dann haltet ihr euren Wert. Weil nämlich nur das, was über den momentanen Wert kommt, tatsächlich dazu führt, dass es abgeschäumt wird, dass der Abschäumer das austragen kann. Wenn ich jetzt aber mit meinen Nährstoffen weiter runter möchte, ist es im Endeffekt so, ich muss ihn nasser einstellen und muss diese Einstellung über Tage und Wochen beibehalten und auch dementsprechend dann dafür sorgen, dass ich regelmäßig den Abschäumertopf leer mache. Das müsst ihr ausprobieren. So, am besten stellt ihr euch den Abschäumer dann so ein, dass ihr tagtäglich so ungefähr einen Topf rausholt. So habe ich das hier gemacht. Weil anders lässt es sich ja auch nicht kontrollieren. Man muss ja arbeiten, man muss das Becken mal eine Zeit lang alleine lassen können. Und über diesen Zeitraum jetzt von knapp 2,5 Wochen habe ich es geschafft, durch eine nassere Einstellung meinen Nährstoffwert wieder weiter runter zu kriegen. Und das kann im Endeffekt dann auch ziemlich schnell gehen, weil ich hatte, jetzt sag mal vor einer Woche ungefähr, habe ich gemessen, da hatte ich einen Wert von 0,75 an Nitrat und 0,04 an Phosphat. Im Vorfeld ging das dann langsam, aber sicher runter. Ich denke, okay, passiert gerade nicht viel und dann ging es schlagartig nach unten. Da muss man dann dementsprechend aufpassen, dass man nicht in die Limitierung reinkommt. Es sind immer noch Möglichkeiten, dann den Abschäumer ein Stückchen zurückstellen, also wieder etwas trockener stellen, dass er weniger rausholt und dann durch Futterzugabe das System wieder ein kleines bisschen zu stärken. Weil, ich sag mal, ein Wert beim Nitrat von 0,75 ist schon, ja, grenzwertig. Es ist, ich sag mal, für so ein Becken, für die Steinkorallen, ist es sehr schön, aber man fährt da wirklich ganz hart an der Schmerzgrenze zur Limitierung. Und wenn das Becken sich dann mal entscheidet, okay, ich mache jetzt noch mal einen Schluck extra in Sachen Nitrat und Phosphat, ich brauche ein bisschen mehr, dann ist man ruckzuck bei der Limitierung, die wir dann im Endeffekt nicht mehr nachweisen können. Und das nehmen einem einige Korallen recht übel. Aber durch diese Einstellung des Abschäumers kann man dementsprechend seinen Nährstoffhaushalt hervorragend kontrollieren und auch steuern. Um zum Beispiel jetzt dieses Abschäumerergebnis noch zu unterstützen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man, ich sag mal, einen Kohlenstoffträger hinzugeben kann, der unsere Bakterien dazu anregt, schneller zu verstoffwechseln. Kohlenstoffträger ist im Prinzip das Einfachste und das Beste, was wir nehmen können, Wodka. Jetzt werden viele sagen, oh Gott, nein, Wodka. Wodka-Methode, ganz derbe. Nein, nicht die Wodka-Methode, sondern nur eine Unterstützung. Ich gebe im Prinzip den Bakterien ein wenig
Anreiz, mehr umzusetzen. So, das ist zum Beispiel auf so einem Riesenbecken würde ich nicht mehr wie 1 bis 2 Milliliter am Tag dazugeben. So, die Wodka-Methode geht ja im Prinzip, nur mal ganz kurz erklärt, ich fange mit einem Wert von 1 Milliliter pro 100 Liter an und steigere das Ganze dann bis kurz vor die Blüte und halbiere es dann anschließend runter. Bin ich kein Freund von. Weil ein Becken kurz vor den Absturz zu bringen und dann zu sagen, okay, jetzt halbiere ich die Menge, ist für mich echt riskant. Es funktioniert, wenn man alles regelmäßig kontrolliert, eigentlich fast täglich, gerade beim Einstellen mit der Wodka-Methode. Aber ich gehe im Prinzip nur hin und nehme diesen Kohlenstoff aus dem Wodka. Und das ist Kohlenstoff, der vom System sehr einfach aufgenommen werden kann, womit wir auch wieder beim Thema Detritus wären. Ich blende euch das mal oben ein oder am Ende vom Video gebe ich euch die entsprechende Karte, dann könnt ihr euch das Video auch nochmal anschauen dazu. Ich unterstütze das System mit einfachen, schnell aufbrauchbaren oder verwertbaren Kohlenstoff. Und somit kann ich auch hingehen und eine Reduzierung erwirken. Das passiert aber auch nicht von jetzt auf gleich. Gerade so ein System im Meerwasser muss langsam angegangen werden. Also wir können und dürfen nach Möglichkeit keine drastische Reduzierung machen. Deshalb bin ich auch kein Freund von, sag mal, Flüssigabsorbern oder massiven Einsatz von Absorbern, weil diese Absorber tatsächlich hingehen und teilweise, nicht alle, massivst und sehr, sehr schnell die Nährstoffwerte reduzieren. Und diese Reduktion ist im Endeffekt schlecht für unsere Tiere. Und da kann es dann teilweise dazu kommen, dass sie absterben, das nicht vertragen, diese schnelle Änderung. Und das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Deshalb arbeitet über den Abschäumer. Das ist eine wunderbare Sache. Das hat bei mir einwandfrei funktioniert. Ich habe jetzt, nachdem ich letzte Woche die Werte gemessen habe und die in Anführungszeichen sehr niedrig waren, habe ich das Ganze wieder ein bisschen reduziert, etwas trockener gestellt, dass er nicht mehr so viel rausholt. Und jetzt bin ich endlich wieder nach letzter Messung gestern auf einem Nitratwert von 1 bis 2, also so in dem Bereich, konnte man nicht hundertprozentig ablesen. Und mein Phosphatwert hat sich tatsächlich bei 0,4 stabilisiert. Und genau das sind die Werte, mit denen ich hier fahren möchte. Ja, das ist das, was ich euch im Endeffekt nochmal mitgeben wollte. Nochmal so als kleinen Tipp, wie man es hinkriegen kann, seine Werte runterzukriegen. Funktioniert natürlich auch nicht in allen Becken, muss ich dazu sagen. Wenn ich jetzt ein Becken habe, was stark belastet ist, also in Bezug auf Depots etc., dann dauert dieser Prozess vom Nasserstellen bis zur tatsächlichen Reduktion etwas länger. Das müsst ihr beachten. Wenn ihr also schon länger Probleme mit zu hohen Werten habt, dann braucht das System auch lange, um dementsprechend alles rauszuholen. Ein Tipp noch, ganz, ganz wichtig. Ihr seht ja, wir haben hier unten relativ große Töpfe, je nachdem, was ihr für ein System habt, beziehungsweise wie groß euer Becken ist, wie groß euer Abschäumer ist. Wenn ihr tagtäglich da unten diesen Topf leert, bitte geht hin und ersetzt das herausgenommene Wasser durch frisches Salzwasser, damit eure restlichen Wasserwerte darunter nicht zu leiden haben. Wenn ich jeden Tag einen Liter Wasser hier rausnehme und durch Osmosewasser hier unten ersetze, dann seht ihr, oh, das geht aber relativ schnell. Ja, das Wasser, im Prinzip, ihr verdünnt euer System dadurch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr mit einem nassen Abschäumer arbeitet, dass ihr die entsprechende Menge, die ihr aus dem Abschäumer rausholt, wieder als frisches Salzwasser reinpackt. Und dann sollte das funktionieren. So habe ich es hier zumindest gut in den Griff gekriegt. Probiert es aus. Schreibt mir unten in die Kommentare rein, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt oder wie ihr das seht. Ich würde mal sagen, ich habe für heute genug gelabert. Gleich im Anschluss werde ich noch euer Wunschvideo drehen, und zwar wird es diesmal ein kurz erklärt in Sachen Korallenkleben gehen.
Das ist einerseits das Kleben von Korallen und andererseits zeige ich euch, wie ich zum Beispiel hier hingehe und Korallen fragmentiere von den unterschiedlichen Korallentypen. Verlinke ich euch auch gleich nochmal im Abspann, also einerseits im Abspann das Detritus-Video und im Abspann das neue Video über Korallenkleben. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir was in die Kommentare rein, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, dann wisst ihr auch im Endeffekt, wenn wieder was Neues kommt. Und ich sag mal, wir sehen uns dann entweder gleich zum nächsten Video, Korallenkleben oder im Tagebuch in einem Monat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal, euer Weimar.